Die Winde waren früher besser. Erinnerungen. Furchen, Falten, Runzeln, Altersflecken, Tränensäcke. Spuren des Lebens. Eine Marke Hering habe ich gern gegessen und Spargel essen. Alte Menschen, buchstäblich hautnah fotografiert. Wer will das sehen? Alle. Der Bad Kreuznacher Fotograf Carsten Tormehlen macht sich ein Bild vom Alter. Sein Thema, die Generation 100 plus, Jahrhundertmenschen. Ja, beide noch beweglich. Sehr schön. Und mal in die Kamera lachen. Ich möchte ein wenig die Angst vom Alter nehmen mit der Ausstellung. Man hört und liest sehr viel über Pflegeversicherung, Pflegefälle und so weiter. Das ist sicherlich eine Seite, die traurige Seite, aber es gibt auch die fitte, gesunde und glückliche Seite des Alterns, die weise Seite. Kann ich Ihnen helfen oder geht's? Heute fotografiert Tormehlen in einem Mainzer Altersheim. Anna Ernst ist gerade 102 Jahre alt geworden und wird für ihr Shooting schön gemacht. Jetzt müssen Sie auf Ihre alten Tage noch mal Fotomodel spielen. Die alte Dame ist hochkonzentriert und professionell, so wie ihr Leben lang als Damenschneiderin in Ingelheim. Alle Damen, die bei Firma Böhringer waren, da habe ich für gearbeitet. Und da mussten sie ja goldene Knöpfe angenäht werden. Solche Kunden hatte ich. Geschichten zu seinen Jahrhundertmenschen hat Thorsten Tormehlen jede Menge auf Lager. Dankeschön. Das ist Herr Ziesemann. Herr Ziesemann ist 107 Jahre alt geworden. Das Besondere an Herr Ziesemann ist, er hat sehr, sehr spät geheiratet, mit 59 oder 60 Jahren, hat es dann aber geschafft, noch 10 Kinder in die Welt zu setzen. Das Besondere an Herrn Leder war seine Augenkrankheit. Er war Zeit seines Lebens Bühnenbildner am Friedrichstadtpalast in Berlin. Und die damalige Stärke der Lampen hat ihm halt die Augen versengt. Und wir dachten, er sieht nichts. Und am Ende der Fotos, ich hatte eine Assistentin dabei, die hatte ein bauchfreies Top an mit einem Bauchnabelpiercing und sagte, schönes Piercing haben Sie da. Über 30 Hundertjährige hat Tormehlen schon in ganz Deutschland fotografiert. Sein Projekt macht Furore und wächst stetig, so wie die Zahl der Hundertjährigen. Heute steht noch ein Kandidat auf dem Programm, Walter Weinmann. Der war Physiker und ist bis heute ein nüchterner Realist. Was soll ich mit 101 Jahren noch Wünsche haben? Ich habe alles gehabt im Leben, was es gibt. Höhen und Tiefen. Und was soll sein? Weinmann erinnert sich an alles. Zwei Weltkriege, Zeppelin, Atom, Mondlandung. Bis heute ist er an Technik interessiert. Und wie sieht's mit Computern aus? Ich habe keinen, weil mir das, nein, was soll ich mit einem Alter noch mit Computer, nein. Also das ist mir jetzt wieder zu neu. Auf seinem Foto schaut Herr Weinmann ausnahmsweise ernst. Eines von vielen Gesichtern, die Tormehlen nicht vergisst. Die mir positiv entgegenkommen und vor der Kamera so mitmachen, sich Mühe geben, in die verliebe ich mich eigentlich regelmäßig. Uns ist es genauso gegangen, Herr Tormehlen. Und seltsam, wir haben gar keine Angst mehr vorm Alter.